im Stream. Suchen wir uns jetzt noch einen schönen Schwarzmarkt auf dem Flug. Müssen wir jetzt mit der internen Struktur die reparieren? Eigentlich doch, okay. Also Inferno Gel böse. Mal gucken, ist hier ein Schwarzmarkt schon da? Nee, hier ist kein Schwarzmarkt. Das heißt, Aufträge haben wir hier keinen mehr, der lukrativ war, ne? Das war alles nur bla bla bla. Also klar, lukrativ, ne? Aber wir haben jetzt reparierte, also Mechs zu reparieren. Da können wir auch den Weg, also fliegen auf jeden Fall. Wäre hier. Nee, kein. War natürlich gleich ein Planet, wo wir noch nicht waren. Nee. Oh, keiner. Da ist ein Schwarzmarkt. Ja, dann nehmen wir doch die lange Route. Hier den Schwarzmarkt mit, da ist einer. Bei. Warte mal, gibt's nicht hier einen, der höhere Sternchen hat? Na gut, zwei. Ja, mal fliegen wir so und so. Wir haben ja ein bisschen Geld. Got a new financial report for you, Commander. Nee, ein bisschen Geld sparen immer noch. Ja, ich spiele auch komplett ungemoddet noch das Spiel. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt als Neues für mich den Heavy Metal DLC, den ich halt gespielt habe. Und das spielen wir jetzt in Ruhe die Kampagne durch. Ob ich die Kampagne dann später modde, muss ich mal gucken. Ob ich darauf Lust habe oder nicht. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal daraus hier eine endlose Kampagne dann. Gucken wir mal, was wir kriegen. Was? Wir haben noch keinen Zugriff auf den Schwarzmarkt. Warum noch nicht? Wir haben doch den Ruf. Okay, wir müssen noch weit. Ah, okay, das war dann voll und dann verbünden und dann konnte man drauf zugreifen. Shitty. Hatte ich falsche Erinnerungen. Ach, zu früh gefreut. Schade. Aber egal, wir gucken mal, was wir uns hier an Quests haben. Ansonsten machen wir jetzt erstmal die. Wir können natürlich auch das machen. Könnten wir auch mal einmal Geld nehmen. Was wollten das maximal bringen? Oh, guck mal. Was? Okay, das machen wir. Die 13 nehmen wir mit. Erstmal nicht auf Loot und auf Geld gehen, die 13 nehmen wir mit. Schaffen wir auch. Ich meine, wir haben nur eine Lanze, die ist halb so schwer. Wir sind ja noch bei anderthalb. Aber wir sollten das trotzdem schaffen. Weil die Mechs sind vernünftig ausgerüstet. Ah ne, zwei haben wir sogar. Zwei haben wir mittlerweile. Also genau durch den Centurion, die wir ja da bei der letzten Kampagnenmission gekriegt haben. Nevermind. Also müssen wir auf jeden Fall schaffen, die Mission. Weil jetzt will ich den Schwarzmarkt unbedingt haben. Müssen wir aufpassen, die Verstärkung könnte wieder ein Assault-Mech drin haben, wie eine Benji oder sonst was. Ist ja in der Regel so bei den 2,5-Sterne-Missionen. Ich nenne es mal 2,5 Sterne, obwohl es Totenköpfe sind. Aber Sterne ist kürzer zu sprechen. So, auf dem Mond haben wir natürlich nicht viel Verschanzungsmöglichkeiten. Da müssen wir gut mit der Entschlossenheit umgehen.
Okay, wie spielen wir's? Was gibt denn das Gelände für uns her? Nicht viel. Überhaupt nicht viel. Kein High Ground, den man nutzen können, weil die kommen vom High Ground runter. Könnten uns hier außen rum machen, aber da, also wenn wir schon hier sind, werden wir sie auf jeden Fall spotten. Das heißt, wir gehen über die linke Seite und nehmen wenigstens diesen kleinen Krater, um ein bisschen High Ground zu haben. On the move. Heading out. Moving out. So. Müssen gucken, ob wir uns versteckt halten, bis Behemoth hier vorne an der Ecke ist. Weil dann könnten wir zum Rücken nicht auch hier hochgehen, Gebäude kaputt machen und Bollwerk in den Gebäuden triggern. Das geht ja, weil man Gebäude zerstört und sich danach reinstellt. Das ist ja auch Deckung. Deswegen bleiben wir mal hier tief jetzt. Genau, jetzt mit Behemoth Heads up, das Commander. We've got hostile contacts erste inbound. Bug. Okay, das geht aber. Das ist natürlich, na, jeder Plan scheitert, sobald der Feind da ist. Müssen wir On it. überrennen. Am besten so, dass wir nicht die anderen halt pullen. Was haben wir denn da? Eine Crab und Shadowhawk? Was ist das denn? Shadowhawk, ja. Okay, erstmal den LSR-Typ rausnehmen. Waiting for orders. Die Gefahr ist, wenn ich natürlich jetzt hier mehr hingehe. Was ist denn das noch? 20, okay. Wenn ich jetzt hier mehr hingehe, dass man die anderen pullen. Immer auf der Seite rum. Geh so rum. Und hier müssen wir halt die Entschlossenheit dann geben. Sie wird jetzt richtig Schaden bekommen, einmal gleich. Gehe ich von aus. Aber die anderen haben ja auch das Problem. So, der ist quasi aus dem Gefecht. Der kann nur noch Kanalkampfangriffe machen. Und wenn wir mal die Crab halbieren, die wird wahrscheinlich zwei Large Laser drin haben. Das kann natürlich wehtun. Auf den braucht man jetzt gar nicht schießen. Wir werden uns schnell Entschlossenheit holen, indem wir jetzt den fokussieren mal kurz. Der geht zwischen die Steine. Er hat zwar keine Gefahr mehr, aber wegen Entschlossenheit werden wir ja trotzdem auf den gehen. Dass wir spätestens in der nächsten Runde Behemoth einmal Wassergeld geben können. Hast du dann die Range auf D? Von da 65. 80, das müsste eigentlich reichen. Gehen wir da hin. Das Gute ist, wir sind ja immer vor den dran, ne? Weil wir den höheren Initiativwert haben. Sehr schön. Na, es reicht noch nicht für eine Entschlossenheit. Für einen Wachsamkeit. Da müssen wir jetzt noch einen schönen Treffer landen. Jetzt muss es reichen, nächste Runde. Autsch. Geht in Nahkampf.
Scheiße, sie sind schon mit im Kampf. Und das ist eine große Fette. Das wird ein Archer sein. Da ist Wachsamkeit. Das geht, das kannst du machen. Schieß mal nicht. Wohl 80%. Nehmen wir mit. Ne, die 80% nehmen wir mit. Das ist okay, weil wir können mal hinter ihn gehen. Behemoth können wir jetzt den Lokus gehen und den Rücken schießen. Der Down. Und die Krepp ist im Sensor gelockt. Ja, Vindicator, du müsstest eigentlich einmal Schaden einstecken. Machst du auch. Bei den Centurion, den setzt man noch eins außen hin und höchstwahrscheinlich wird dann die der LSR-Träger nicht auf den Blackjack nochmal schießen. Aber lässt sich auch schwer voraussagen. So, und jetzt von der anderen Seite nochmal bearbeiten. Kopftreffer. Ist schon mal schön. Vielleicht sperre der Lasers raus. Ah, oh, du mit deinem Nahkampf angegriffen. Stimmt mit dir nicht. Internal structure damage. Warum machst du nur als Nahkampfangriffe? Oh ja, er mag mein Blackjack nicht. Warning. Armor breached. Internal damage. Okay, die LSR schießt aber auf ihn. Das ist schon mal gut. Das war aber nicht die LSR. Das ist die LSR, die böse ist. Und die geht auf den Blackjack. Da ist die LBX gleich raus, ja. Das hält natürlich der Blackjack nicht aus. Aber das ist so, wie es ist. Nicht kaputt, okay. Moff, geh doch mal nach da. Da. Position confirmed. Immer einmal Wachsamkeit, dass du vor dem Shadowhawk dann dran bist. Ist down, sehr gut. Tango down. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich den Shadowhawk kaputt kriegen, damit wir quasi die Sicht brechen, damit die LSR-Träger erstmal nicht mehr auf uns schießen können, bis wir uns frisch positioniert haben. Doch mal als erstes dran. So, dass du gut getroffen hast. Position confirmed. Die Picard dürft auch nicht. Musst du aber. Übelst du halt diese Runde. Der Blackjack ist im Fokus vorher. Der Blackjack ist im Fokus vorher, da müssen wir echt aufpassen.
Das ist 100%ig ein Archer. Archer und Thunderbolt oder sowas. Auf. Die anderen sind auch vor ihm dran. Jetzt ist der eine rumgekommen. Das ist doof. Es ist doof. Sprint mal hier hinten weg, bitte. Einmal kurz. Du kannst hinten hinter von der Ecke ausschießen. Dass der rumgekommen ist, ist jetzt doof. Sollte ein Panda sein. Weil das bedeutet nämlich dann, dass wir weiter Beschuss kriegen. Deswegen habe ich ihr jetzt keine Wachsamkeit gegeben. Ich wollte sie eigentlich sparen. Puh, wie machen wir das? Wir lassen ihn stehen, machen keine Ausweichmarke an und triggern. Hoffentlich, dass die LSR-Boote auf ihn schießen und machen ihn jetzt mit einem Präzisionsschlag raus. Also wir gehen auf die ganz sichere Art und Weise. Munition sparen. Und es reicht nicht. Es reicht nicht. Ja, dann musst du weiter überhitzen. Es tut mir leid, das geht halt nicht anders. Dann nimm nochmal einen Laser sogar dabei. Der raus ist. So. Du kannst gleich abkühlen. Das ist ein, ist das ein Fahrzeug? Das ist ja geil. Dann ist das ja ein LSR-60-Träger. Das heißt, in LSR-60-Träger können wir auch mit dem Centurion, wenn wir auch hier oben auf die Ridge hüpfen, auch schnell rausnehmen. Das heißt, wir machen das jetzt anders da. Wir gehen jetzt ran. Bauen erstmal Hitze ab. So. Firestarter. Firestarter ist doof. Weil Hitze. Wo ist denn der? Da hinten. Ah, das ist der, okay. Das heißt, du gehst einfach nur den Schritt vor. Und machst einen Sensorlock auf den. Und der Punisher kann ich von hier hinten treffen. Bin ich einfach nur. Es war ja fast nichts an Schaden, was da ankommen wird. Aber es ist schon mal ein bisschen was. Und der eine Ausweichmarker ist weg. So, da wir jetzt wissen, dass das der LSR-60-Träger ist. Würde ich sagen, wir springen bis dahin und machen Bollwerk an. Das war nicht gut, was die Hitze abbauen angeht. Hey, was ist das für einer? Das ist der Böse, ne? Ja. Passt. Nicht der wichtige Arm, ist der andere Arm ist wichtig. So, Behemoth muss jetzt sich anders dahinstellen. Weil der Seitentorso ist auf, wo die UAC drin ist. Stellen. Und das da geht's doch nicht. Wachsamkeit an. Schön.
hast. So. Mach einen Sensorlock auf ihm. Du hast nicht den Punch, um ihn jetzt richtig Schaden zu machen, weil du schon eine Waffe verloren hast. Das kann dann der andere machen. Der Decker. Linke Schulter ist auch von dem, ne? Ja. Das heißt, wir gehen auf die Seite. Geben ihm ein mit der PPC. Echt jetzt? Das war ja gar nichts. So, bevor du da hochgehst, überspringst, musst du unbedingt noch einmal Hitze abbauen. Das ist sehr gut. Dass er auf ihn schießen. Ich hoffe, die anderen schießen auch auf ihn. Das ist sehr gut, dass der sich jetzt zeigt. Das ist noch besser, da brauche ich erstmal nicht springen. Das ist auch okay. Wir müssen jetzt nur aufpassen, also ich gehe mal davon aus, dass der Firestart auf dem Indikator gehen möchte, um ihn den Hitzemodus zu geben. Und deswegen ich mach's ungern, aber ich werde auf die Schulter gehen, auf die. Roger that. Der die Flamme schon mal ein paar raus hat. Target's taken a critical hit. Du kannst jetzt nicht von hier hinten auf den gehen mit. Engaging target. Und der Decker. Stellen uns zwar blöd und stellen den Decker hier hin und schießen gar nicht mit dem. In der Hoffnung, dass er ihn jetzt gleich im Nahkampf angreift und der Striker muss von ihm jetzt auseinandergenommen werden und dann triggern wir, dass der andere LSR-Träger auf ihn schießt, indem er keinen Ausweichmarker uns holen. Ja, so. Und ich hoffe, du kriegst ihn jetzt der Blatt. Bitte. Ich meine, das ist ein Striker mit voller Armor und Frontpanzerung. Musste ich. Ja, okay, sehr gut. Hätte auch doof laufen können, dass er den nicht kaputt kriegt. So. Firestarter geht auf. Ihn. Hä? Okay. Trebuchet. Okay. Ist ja gut. Reporting internal damage. Aber er ist erstmal heiß. Die UAC werden wir auf jeden Fall verlieren. Wir müssen aufpassen, dass wir den Mech nicht komplett verlieren. Wir haben noch keine genügend Dings aufgebaut. Du bleibst genauso stehen. Nee, du bleibst nicht genauso stehen. Du musst ein bisschen vor. Ungefähr so. Und du nimmst jetzt der ist heiß. Er kann für ihn gefährlich werden, weil er ihn heiß machen kann. Wir nehmen ihm die Ausweichwaage weg. Mit Medusa haben wir eine Runde abgekühlt. Er hat sie direkt wieder aufgebaut. Macht aber nichts. So, wir gehen jetzt mit ihm dahinter, damit da Bollwerk am machen. Er ist jetzt erstmal aus dem Gefecht, er ist nicht gefährlich da hinten. Das heißt, wir können mit dem Vindikator und mit Medusa beide auf den Trebuchet gehen. Und der trifft mal gar nichts.
Was ist denn los mit dir? Mit deiner PPC triffst du ja gar nichts. Das war auch nicht so schöne Treffer. Aber wir haben nächste Runde wieder einmal Präzisionsschuss. Das ist natürlich gut. Er ist jetzt gerade, hat den Fehler gemacht, ist da in den Links reingegangen. So, das Fahrzeug müssen wir auf jeden Fall jetzt als erstes auseinandernehmen. Das ist sonst unser Tod. Der kann nichts machen, der andere ist zu weit weg, um was machen zu können. Das heißt, du kannst ruhig nach hier vorgehen. Und nimm ihn bitte raus. Oh, okay. Ja, komm, ein Laserschuss. Aber mehr hast du hier nicht drin. Genau. Das passt. Wir machen mit Punisher die Ausweichmarker da weg. Und wir ja, ist schon jetzt mittlerweile ist eine Bedrohung der Firestarter, wenn er jetzt in Nahkampf kommt, muss man ein bisschen aufpassen. Wir müssen verhindern, dass er jetzt an den Centurion drankommt, weil der Centurion muss jetzt überhitzen, um dem Drehbeschirm mal richtig Ende zu geben. Hier, wir gehen auf den Sender. Oh, da geht was kaputt jetzt. Oder? Nee, immer noch nicht. That shot went internal. Passt. Das heißt, er ist aber auf jeden Fall jetzt zu heiß. Du gehst. Ja. Sparen uns Präzisionsschlag bei ihr jetzt, oder? Ne, wir hauen jetzt nochmal einen raus. Internen Schaden wollen wir nicht verursachen, nicht dass sowas hochgeht. Sehr gut. Der müsste auf den Vindicator gehen, ne? Richtig? Ja. Das passt. Dafür haben wir den abkühlen lassen. So, du gehst auf ihn. Da nur 12 Schaden am Sender. Du gehst auf jeden Fall an ihn im Nahkampf dran und machst ihn hoffentlich jetzt weg. Linke Arm zerstört. Aber der hat ganz schön Bewaffnung dann verloren. So, und du versuchst jetzt zu finishen, bitte. Über 10 machen wir weg. Reicht trotzdem nicht. Nee, kommt alles an. Oh mein Gott. Wo schießt du denn hin? Ja, jetzt haut er ab. Aber das ist unsere Chance, den Spotter wegzumachen. Wenn der Spotter weg ist, dann kann er uns nicht mehr angreifen erstmal. Da können wir in Ruhe abkühlen. Engaging target. Mal kaputt. Enemy mech. Critical damage detected. Standing by. On the move. Kriegst du noch einen raus? Nur mit der KSR. Aber er ist ja schon so durch, der braucht gar nicht mehr so viel Schaden. Nahkampfangriff oder Schießen? Ich denke mal, beim Schießen stehen wir besser da. Und ich will jetzt nicht den Chancenheit dafür benutzen. Du musst ihn jetzt einfach wegmachen. Jawohl. Mit Medusa können wir nicht abkühlen. Und theoretisch kann er uns jetzt nicht gleich angreifen, ne? Gehen jetzt nur die Bewegung dahin und Medusa jagt den dann.
Und die anderen lassen wir dann. Doch, er kommt. Aber er kann nicht schießen. Ready for orders. Wir sind vor ihm dran. Mit allen. Weil wir ein Initiativwert haben. Das heißt, wir können mit jedem einmal erstmal schießen und der Sender ist ja auf. Ah, das reicht sogar schon. Puh! Haben wir den Kampf gewonnen. Aber der war anstrengend. Der war nicht so einfach jetzt, der Kampf. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas Wichtiges verloren haben. Irgendeine wichtige Waffe oder so. Ich glaube aber nicht. Also ich habe zumindest nichts wahrgenommen. Und das ist sehr gut mit dem Ruf. Doch, eine LBX-5 haben wir verloren. Habe ich vergessen. Scheiße. Eine LBX-5. Die ist kritisch. Oh, ein Shadowhawk 2. Die haben wir auch gleich fertig. Shadowhawk 2D wäre natürlich ein guter Ersatz für den Blackjack. Der Blackjack ist nice. Ich mag den, aber der hält halt nichts aus. Darfst nur einmal ganz kurz gefokust sein, ist schon dann ein Seitentor oder sonst was bei dem raus. Aber der hat super Slots für die Bewaffnung und alles. Ah, wir haben sie ihn sogar fertig. Sehr gut. Ja, dann machen wir nochmal in Ruhe den Shadowhawk fertig. Das heißt, wir setzen den doch einfach erstmal raus. Ah, okay. Gut, dann reparieren wir den erst. Wir machen aber trotzdem hier alles raus und der wird der Ersatz-Mac für den Blackjack hier. Alles reparieren, ansonsten alles draußen, ansonsten ist alles draußen. Bestätigen. Right. I'll get it in the schedule. Dann schieben wir den als Ersatz erstmal nach da. Dann fangen wir erstmal mit den an reparieren. Fertig. Da alles fertig, da alles fertig. So, dann haben wir sogar eine LBX dann für ihn. Dann bei ihm auch verwenden werden jetzt. Strip Mac. So, erstmal Panzerung hoch. Ne, wie war das? STRG gedrückt halten für mehr. Ne, Schiff gedrückt halten, ne? 2D-Variante ist echt eine gute Variante, finde ich. Energy Slots. Boah, nur 25 Punkte auf Beine? Das ist krass. Was das? So, 25. LBX. Dann gucken wir mal. Wenn man natürlich eine, sagen wir machen drei Laser rein, dann ist die Hitzeeffizienz bei was? 30, 42, das würde aber gar nicht mal so schlecht aussehen. LBX-Munition reicht dann eine Tonne. Machen erstmal gucken wir was machen. Wir haben bei 37,8. Weil der muss keine Sprungdüsen haben, der mich hier. Da hält man noch 2,5 frei. Aber eine KSR würde ich eigentlich nicht reinmachen wollen. Also noch eine Rakete. Mir reicht eigentlich die Feuerkraft.
glaube 35 ist okay. Dann noch die den Arm. Ja, das passt. Das gefällt mir. Achso, zwei hat sie. War es gleich richtig, damit sie alle gleich nach dem gleichen Schema benannt sind. Das ist erstmal für unsere Early-Geschichte wieder hier. Die Kondition, das reicht locker. Da haben wir 52 Tage. Nur gucken, wahrscheinlich lohnt sich es hier nicht. Es passt. Da hätten wir den Auftrag, hätten wir Geheimagenten. Wo wäre der? Der wäre in der Nähe. Okay, dann machen wir das anders da. Wir haben jetzt 52 Tage Zeit zum Rumfliegen. Das sind 15. Das sind 16. Das heißt 15 und ich gehe mal von hier nach da sind es auch. 15 sind 30. Von hier nach da sind es 2 und mit denen, das wäre mal ein bisschen drüber. Dann nehmen wir doch den Hin- und Rückflug, sind 15 hin, 15 zurück sind 30, 25. Ja, gut, fliegen wir hier hin. Gucken wir uns mal da an, ob da was Besonderes zu kaufen gibt. Ach, ich liebe das Battletech-Universum mit den Sprungschiffen, mit der ganzen Lore und so. So, gucken wir mal, was uns angeboten wird. Da haben wir ja einen Teil. Das lohnt sich aber jetzt nicht zu sehen. Da haben wir auch einen Teil. Gucken wir Bewaffnung erstmal durch. AC-20 interessiert mich nicht. AC-10 wäre cool, aber eine Präzision. Sonst nichts. Ausrüstung. Nix. Gut. Jetzt gleich weiter. Dann haben wir den auch besucht. Dann fehlen nur noch die 5 hier oben. Und halt die unten alle. Aber wir fliegen jetzt zurück nach hier. Und gucken mal, dass wir da wegen der Piratenaktivität und der Schwarzmarkt, dass wir da noch eine Piratenmission kriegen. Um den Schwarzmarkt uns freizuschalten. Und dann sind wir schon in der Nähe von der Kampagnenmission und können die Kampagnenmission im Anschluss machen. Hier, wir bleiben bei den 340.000 erstmal einfach. Was ist los? Achso, das ist abgestürzt. Hat kurz so komisch gehangen. Weltteil hört euch niemand schreien. Mit dem Geld, was wir haben, werden wir natürlich nichts Großartiges jetzt direkt am Schwarzmarkt kaufen können.
Aber nach der Kampagnenmission auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob es hier einen Auftrag gibt, den wir machen können. Ansonsten können wir noch in der Nähe nochmal gucken, ob wir da was kriegen. Mal ganz kurz checken, ob hier irgendwas da besonders dabei ist. Piano. 8 Seifen, wie was? 8 Seifen. Achso, du kannst nur 8 Mal mit denen schießen und dann ist rum. Kurz überlegen, ob man die mitnehmen. Es gibt halbe MG-Munition mittlerweile, okay. Ist ja sonst nichts Großartiges. Aber Infernos? Nachdem ich ja eben gesehen habe, können wir die dann verbauen? 3 Tonnen sind 6 Tonnen, das ist schon ganz schön schwer. 8 Seifen. Das ist doch eher was für Heavies und so, wo man sie dann mit einbauen können. Ne, da machen wir nichts. So, okay, hier ist nichts. Dann Aufträge mal ganz kurz rein sneaken, müssen generiert werden, weil wir so weit geflogen sind. Dauert einen Moment. Und die haben keine Piratenmission. So ein Scheiß. So, das heißt, nächste gucken, wo Piratenmission sein könnte. In der Nähe. Religiösen, bla bla bla, aufgrund, ne. Bande floriert hier, egal ob legal oder illegal. Das hört sich gut an. Hier sind bestimmt. Piratenmission noch. Und bis dahin ist der Shadowhawk auch fertig. Wir können. Achso, ich hätte. Scheiße. Ich hätte ja schon längst den Blackjack einmotten können, dann kostet uns nichts. Geld verschwendet. Also wenn ich jetzt so offline, offscreen wäre, ne, hätte ich jetzt die ganzen Missionen, wie lokale Regierungsmissionen und alles gemacht, ne, für Geld. Aber ich will euch hier im Stream nicht langweilen mit einem Grind nach dem anderen. Das mache ich lieber offscreen. Und zeige im Stream halt die Sachen, die interessanter sind. Weil normalerweise versuche ich, so viele Missionen wie möglich auf an einem Planeten zu machen, bevor ich irgendwie weiterfliege. Waypoint reached, Commander. Da ist ein Medium Laser, ein besserer, mit 5 Schaden, 2 Stück. Kann man kaufen. New weapon systems available. Oh, im Hintergrund. Oh, was ist das? Ah! Für uns wäre besser für ballistisch. Aber 583.000, die wollen wir jetzt nicht investieren. Gut. Die Medium Laser bauen wir jetzt nicht direkt ein, weil wir haben jetzt noch 2 Tage bis zum nächsten oder 3 Tage bis zum nächsten Finanzbericht. Hier haben wir ja eigentlich eine. Das heißt, wir machen auf jeden Fall das. Und das müsste eigentlich auch reichen. Ha? Ha? Och, nö. Ein Punkt fehlt da noch. Aber ist so, wie es ist. Wir nehmen den mit. So, wer ist hier außer Gefecht? Ich selber, der Punisher, okay. Jetzt machen wir das aber von der Reihenfolge so und so. Er ist der leichteste, der Vindikator. Wir sind dann gut gerüstet für die Kampagnenmission, die dürfte gar kein Problem sein dann. Die machen wir auch jetzt im Anschluss, weil jetzt ist das Geld ein bisschen wenig mittlerweile. Machen jetzt die Mission, dann haben wir den Schwarzmarkt halt nicht geschafft vor der Kampagnenmission, aber es ist ja so gut wie geschafft.
Werden noch die beiden anderen Missionen jetzt hier machen, um ein bisschen Geld zu farmen, dann, wenn es nicht gerade gegen die Piratenfraktion ist. Wir verbünden uns dann natürlich auch mit den Piraten. Das wird uns natürlich massive Rufverluste bei anderen einbringen, aber der Schwarzmarkt ist einfach zu gut. Wir spielen einen auf böse Söldnereinheit. So, was haben wir denn? Sichere Position Missionisten. So, okay. Wir gehen direkt drauf zu, hätte ich gesagt, ja. Mit den beiden. Komm da, da. Wir haben den beiden Shadowhawks, bleiben zusammen. Die beiden gehen auf das Fahrzeug, was auf der Seite ist. Da kann Behemoth in Ruhe hier hochgehen, macht einen Sensorlog auf die Spider, damit halt Medusa und Decker dann dem direkt einer mitgeben können. Er hat zwar Bollwerk an, aber es ist halt nur eine Spider, dürfte dann trotzdem genügend Schaden kriegen. Nochmal ein Sensorlog auf die Spider, weil die war ja schon dran eben gerade. Und dann sind seine Ausweichsmarker weg und wir können ihm richtig eine brezeln. Er guckt das so schön mit dem Torso nur oben raus. Weil trotz Bollwerk, ne, kriegt er ordentlich Schaden. Und die Medium Laser, die wir gekauft haben, eben die kaufen wir, die bauen wir dann ein, wenn die nächste Reparatur nötig ist. Und ist er weg? Ganz gut. Letzte Zeit, also ich fand am Anfang, fand ich die PPC, die kurz auf PPC Bombe mittlerweile so, die verteilt schon ganz schön ihren Schaden, obwohl ich ja jedes Mal die die Zielgenauigkeit mehr buffe. Warte mal, geh du mal dahin, der andere geht dann hoch. Weil die Behemoth ist gerade vor ihm dran, deswegen soll sie mal da drauf schießen nochmal. Vielleicht reicht's ja. Beide Torsos zerstört. Das Seitentor siehst. Das heißt, er müsste auf jeden Fall jetzt down sein, oder? Nee. Habe ich es falsch gesehen? Auf jeden Fall machst du jetzt einen Sprint nach oben. Medusa geht auf das Fahrzeug. Decke auf die Spider. And stay down. Standing by. Affirmative. Okay, aufs Bein. Okay, now it's on. Erst sind die Missionen so schwer und dann sind sie so einfach bis jetzt. Oh man, zwei Gegner gerade mal. Was war denn das für eine Mission? War doch trotzdem anderthalb Sterne Mission. Und da fehlt uns ein einziges Pünktchen jetzt. Eigentlich möchte ich das ja noch vor dem Dings haben, ne? Vor der Kampagne Mission. Hin und her gerissen gerade. Machen auf jeden Fall jetzt, dass wir über 2 Millionen kommen, nochmal eine lokale Regierungsmission, die wir da zur Verfügung haben. Bevor wir weiterfliegen. Komm, SSD, lad schneller. Oder warte mal. Ich bin nochmal ganz. Da doch, ich kann nur verbünden. Mann, wir sind noch maximal. Wie öfter soll jetzt gehen?
Machen wir doch. So. Sind wir jetzt Pirat? Schwarzmarkt können wir immer noch drauf zugreifen. Weil man noch nicht den. Die das eine Dings gekriegt haben, sag schon. Das eine Event fehlt uns noch. Ja, wir machen auf jeden Fall die beiden Missionen jetzt nochmal. Oder? Gehen wir direkt weiter. Wir haben ja jetzt das gemacht, was wir machen wollten. Wir gehen direkt weiter, wir sind ja Pirat. Wir machen jetzt die Hauptmission. Ja, warte, das war mal über. Sehr stark. Weil wenn man Schwarzmarkt dann das Event kriegt, um den Zugriff zu kriegen, und man ist Pirat, dann kriegt, muss man das nicht immer bezahlen. Finde ich immer am coolsten. Außerdem ist als Pirat von der Lore her auch irgendwie cool, weil jeder dich nicht mag und jeder ist Feind. So kann man die Kampagne erstmal durchspielen. Man kann ja nach der Kampagne immer noch sagen, okay, ich will jetzt eine andere Fraktion machen. Ist ja nicht so, dass der Ruf jetzt nicht gesteigert werden kann. Man kann ja trotzdem für die eine oder andere Fraktion Ruf machen. Nur halt sehr viel schwerer, weil man nicht dementsprechend viele Missionen angeboten bekommt. Da sind wir sogar vor der Abrechnung angekommen. Ja. Laserbomber nicht sein. Erstschlag im Orbit von Veltri. Alexander, Veltri, eins der brüchtigsten Dreckslöcher im Maruikau-Sektor. Alles auf diesem Planeten ist für Menschen gefährlich. Und die letzten 3 Jahre hat Espinosas seine politischen Gegner dorthin abgeschoben. Kamea, das Direktorat betreibt ein Gefängniskomplex auf der Planetenoberfläche. Die Insassen bezeichnen es als das Kühlhaus. Bildschirm, ein imposantes Gebäude erscheint auf deinem Bildschirm. In den soliden, mächtigen Mauern kennst du die unverwechselbaren Merkmale taurianischer Architektur. Alexander, es handelt sich um eine Haftanstalt für politische Gefangene, in der auch Mitglieder der Gründerfamilien gefangen halten werden. Ehepartner, Söhne, Töchter. Wenn wir dieses Gefängnis erobern und die Gefangenen freilassen, verlieh das Direktorat sein Druckmittel gegenüber den Gründerhäusern. Die politische Landschaft würde sich über Nacht drastisch ändern. Kamea, wir wissen nicht, was das Direktorat unseren Leuten dort drin angetan hat, aber wir müssen sie befreien. Nicht nur für die politischen Vorteile, sondern weil sie unsere Leute sind und wir benötigen ihre Hilfe dabei. Sie haben eine Armee, wozu brauchen sie uns? Kamea, eine diskrete, entschlossene Operation. Ich werde mit der Armee einen Großangriff auf den Hauptraumhafen des Direktorats starten. Sobald ich ihre Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe, schleichen sie sich hinein, greifen das Kühlhaus an und befreien das. Wir retten die Geiseln meines Onkels und die Gründerfamilien stehen in unserer Schuld. 2 Fliegen mit einer Klappe. Verstanden, meine Lanze ist einsatzbereit. Kamea, nach der Landung bleiben wir im Funkkontakt. Gute Jagd, Punisher. Bereiten Sie den Truppen meines Onkels die Hölle, die sie verdient haben. Sobald die Streitmacht des Direktorats auf dem Planeten ausgelöscht und das Kühlhaus befreit haben, werden wir uns zur Siegesfeier treffen. Los geht's. Wir haben nur 2 sprungfähige Mechs, aber das müsste reichen für die Türme ausschalten und so weiter. Also oben für die Reaktoren, oben auf dem Berg. Wir spielen das über die linke Seite der Map. Schon geil, dass man jetzt bei der Fraktion, die man hilft, nicht beliebt ist.
wenn man als Pirat spielt. Aber ich finde das cool, als früher Pirat zu spielen. Macht das Spiel halt nochmal schwerer. Command Interface initiated. So, Darius, es gibt zwei Zugänge zum Komplex, Commander. Laut unseren Informationen wird jeder von ihnen durch mehrere erhöhte Geschütztürme geschützt. Zwischen den beiden Kontrollpunkten befindet sich auch eine LSR-Stellung. Es sollte nahezu keine Battlemax zur Verteidigung verfügbar sein. Wie vorher gesagt, nahezu keine Battlemax, genau. Wie vorher gesagt, hält Lady Aranos Präventivschlag die Standardgarnison des Gefängnisses auf Trab. Ich habe schwere Fahrzeuge und Geschütztürme auf dem Schirm, aber die dürfen kein Problem für sie sein. Schalten Sie die Gegner aus und nehmen Sie das Gefängnis ein. Lady Arano kümmert sich mit dem Armee der Restauration um den Rest. Gut, ja, Commander. Das ist auch verkehrt übersetzt, Restauration, ne? So. Wir gehen erstmal nur bis in den Busch. Und mit den sprungfähigen Mechs gehen wir direkt an den Hügel ran, dass wir in der nächsten Runde hochspringen können. Um die beiden Reaktoren da oben zu kaputt zu machen. Direkt im Busch springen, bitte. Ihr werdet auf jeden Fall von Türmen beschossen. Roger that. Ein wartet. Aye, aye. Commander. So, macht bitte die kaputt. Müssen ein bisschen auch gucken mit dem Munition sparen, ne? Nee, für die ein oder anderen Sachen. Denke ich reichen. So. Das ist schon mal kaputt. Die nächsten Generatoren sind ja hier vorne irgendwo, genau da. Der Ecke. Jetzt kann Behemoth vor. Da kommen ja die Fahrzeuge gleich. Ich habe die Mission schon ein paar Mal gespielt. Ihr springt einfach hier hinten runter. Ihr könnt ja hinterher gehen. Ihr seid die leichteren. Springt ihr erstmal einfach runter. Engaging jump jet. Orders. Oh nein, eine Sensorauffassung auf dich. 60 Tonnen. This is the warden. We have an intruder. Der wird wahrscheinlich nicht für Piercing, ja. Ja, kommt. Deswegen liebe ich übrigens die Sensorerfassung, ich finde die so cool. Diese Vanguard-Skin um die Spiel, die finde ich einfach klasse. Gehen aggressiv dran, dass man dann halt hier auf die Generatoren schnell kommen. Da wollen wir halt auf die Geschütztürme unbedingt gehen. Wobei wir die ersten zwei Geschütztürme auch ausschalten werden. Move order received. Ja. Zerstören Sie sich und bahnen sich einen Weg hinein, machen wir so. Fangen mit. Quatsch, ne? Nee, du kommst. Damit mehr Waffen dran. Machen erstmal die beiden Türme kaputt. Weil die aus erhöhter Position schießen. Die anderen Türme können ja uns noch nichts machen. Mit den nachrückenden Mechs gehen wir auf die Fahrzeuge und mit den beiden Shadowhawks gehen wir danach auf die Geschützturmgeneratoren. Okay, das hat nicht gereicht. Macht nichts. Müsstest du auf den Turm kommen, ne? K, 41 Schuss, hast du noch ein bisschen im Auge behalten. Ein bisschen kaputt sein. Sehr gut.
Und die kaputt gekriegt, ohne dass sie auf uns schießen konnten. In vor, nach da. Und mach ruhig mal einen Präzisionsschlag. Sehr schön. Dann müssen wir noch ein bisschen auf den Bulldog gucken. Ja, wenn du so nah stehst mit deiner AK, dann triffst du nicht. Dann können wir auch einfach auf dich treten gleich. Ja, das war der Shitstorm. Aber der dürft uns, wie gesagt, nicht viel. Ah ne, das ist der Bulldog. Ja, 15 Schaden haben wir gekriegt. So, und jetzt können wir es entweder so machen. Ne, kommt noch nicht drauf. Gut, dann machen wir so, dass ihr. Dass du. Kaputt trittst, bitte. Roger that. Bei ihm genau das gleiche, nur so, dass du im Wald stehst. Nochmal Munition und Hitze gespart. Entschlossenheit brauchen wir momentan gar nicht. Und ihr flitzt einfach nur mit Sprint die Straße runter. Dann werden die beiden Geschützturmgeneratoren da kaputt gemacht. Dann sind die beiden Türme auf der rechten Seite kaputt. Und wir gehen durch das Tor da vorne geradeaus dann. Dass wir dann gleich hier richtig stehen und mich dann, die da drin sind, die ja nicht da sind, bekämpfen können. Engaging target. Der hintere, dann noch der eine, dann sind alle Türme aus dem Spiel. Okay, dann kannst du es nicht erreichen. Abnennamt. So, die Schlossenheit ist voll, ich weiß, aber das brauchen wir hier nicht. Das brauchen wir gleich, wenn wir gegen die Mechs kämpfen. So. Dann gehen wir durch das Tor. Nicht durch das Fronttor. Ah, da kommen noch Fahrzeuge. Da können wir jetzt einmal Entschlossenheit benutzen, indem wir da seitlich mal ganz kurz bei dem durchschießen. Oder am Popo? Ne, steht seitlich. Seitlich wie immer. Schön. Weil die Präzision, die wir jetzt verbrauchen, die ist ja schon quasi wieder fast voll. Seht ihr ja. Und du auch seitlich. Und die beiden anderen gehen schon mal nach Tor. Wenn der kriegt die beiden M-Laser mit dem 5 Schaden noch mehr, dann hat er unheimlich mehr Punch. So, das Tor macht man nur mit Energiewaffen kaputt. Sagen, müssen wir schon reichen. So, dann sind wir schon gleich drin. Wir überholen aber erst die beiden Shadowhawks mit den leichteren Mace. Gehen dann rein. So. Oh.
das folgendermaßen. Ja, Shadowhawks da vorne hin. Wir zerstören gleich dann das Gebäude. Alle Streitkräfte des Direktorats auf Kampfstation, verdammt, das ist keine Übung. Sieht nach einer, noch mehr Gesellschaft aus. Ich ordere Signaturen vom nächsten, die im Mechhangar aktiviert werden. Der Gefängnisdirektor hat wohl nur einen Reserveland in Bereitschaft. Sit tight, Commander. Lady Arano is aware of the situation. Reinforcements are on. So, wenn der Kampf gleich startet, machen wir uns hier vorne Gebäude kaputt, wo wir uns reinstellen können. Das dann als Deckung nutzen können. Den Jägermech, der da kommt, den werden wir dann fokussen. Digga, mach das mal mit deinen Energiewaffen. Warte, du hättest das ja auch von hier machen können, ich Nasenbär. Stehst du ja auch schon in Deckung. Nochmal. Nochmal auch. Da steht ja schon mal in Deckung. Mach das Gebäude kaputt. Da können die beiden Shadowhawks sich reinstellen. Bollwerk-Bonus. Präzisionsstark und hoffentlich gleich weg. Ganz. Aber da brauchen wir keinen Präzisionsschlag mehr nehmen, der ist ja schon quasi durch. Die Epic sind dabei. Fight harder, damn you! We can't let this ja, nein. Kamea für das Volk von Auriga. Jetzt muss man natürlich aufpassen, weil die Kamea ist ja so doof und kommt da durch die Mauer und der Jägermech steht noch da. Weg. Wir dürfen Kamea nicht sterben lassen. Das heißt, die ist für meinen Geschmack zu früh gekommen, weil die jetzt direkt gegen die kämpfen muss. Nasenbär. Das heißt, wir können gar nicht unser Plan mit dem. Dings nutzen. Mit dem Gebäude. Da müsste. Sprit mal vor. Da müsst ihr nach vorne. Um euch mit anzubieten, dass Kamea jetzt den ganzen Schaden bekommt. Er sprint mit vor. Ach ja, so schön Plan gemacht. Müssen wir das Gebäude kaputt machen da gleich. Beweg dich dahin. Schieß nicht auf den Dings. Schieß auf das. Okay, das würdest du mit Munition machen, dann mach das nicht. Kommst du in das Gebäude so dran mit deiner PPC? Auch nicht. Boucher und der Jägermech noch. So, jetzt aber erstmal mit Decker versuchen, Gebäude kaputt zu machen, damit wir da vorne reinsprinten können. Voll. Oder brauchen wir nicht sprinten, das machen wir mit Wachsamkeit, gehen wir vorne ran. Hier noch der Jägermech ist das da, der ist halt um die Mauer rum. Das heißt, wir können ihm richtig eine mitgeben hier. Mach mal auch Wachsamkeit an, je nachdem er dann beschossen wird. So mehr aushält. Also Centurion sollte gar kein Problem sein hier, ne? Wenn wir jetzt noch mit Medusa hinterher, hol dir eine schöne Schussposition. Sehr schön.
dürftest du eventuell den auseinandernehmen. Sehr schön. Jetzt hat er seinen Spotter verloren, das heißt, der Jägermech oder der Trebuchet müssen rumkommen. So, da kommt der Trebuchet schon rum. Das ist auch der Onkel Jägermech, dem tun wir einen Seitorso rausnehmen als erstes. Wir ignorieren jetzt erstmal den Trebuchet, der Jägermech ist gefährlicher. Weil je näher der Trebuchet ist, desto ineffektiver ist er ja. Wir nehmen ihm erstmal versuchen, Seitorso rauszunehmen. Beide Seitorsi sind auf. Sehr guter Treffer. Punisher noch hinterher und macht denselben Treffer nochmal bitte nach. Dann ist er schon halb so gefährlich, wenn er irgendeine Torso-Seite verliert. Das ist mir eigentlich egal welche. Sehr schön. Nein, es reicht nicht. So früh gefreut. Er hat schön getroffen, aber es hat nicht gereicht für den internen Schaden. Kommst du irgendwie an den dran? Da. Ah, Mist. Wollte ihm doch eine die Waffe wegnehmen. Ah, okay, du kommst nur auf den ran. Ja, schieß ruhig. Jetzt ist Kamea dran. Dann machst du die beiden wieder dran. Dadurch, dass man in den Trümmern stehen, haben wir Bollwerk an, da passiert nicht mehr viel. Haben zwar jetzt schon ordentlich Armor verloren, aber ihr seht hier unten das Armor-Layout, das ist halb so wild. So, wir bleiben auf ihm. Da haben wir schon. Ach, dann ist er schon entwaffnet. Da ist er schon entwaffnet. Das heißt, auf den gefährlicheren Mech gehen wir jetzt. Engaging target. Good to go. Move into position. Ja, die waren ja bis jetzt eine saubere Operation. Nur ein bisschen Panzer und Schaden auf unserem einem Shadowhawk, aber alles halt so wild. Der müsste da sein, ja. Na, haben wir schon geschafft. Darius, das Gefängnis gehört uns. Danke für die Unterstützung, Lady Arano. Summer wird uns für die Siegesfeier auf dem Planeten bringen. Kamea, es gibt nichts zu feiern, nicht nach dem, was ich da draußen mit ansehen musste. Darius, was das Direktorat diesen Menschen angetan hat. Alexander, Kamea, wir müssen uns im Gefängnis Krankenhaus treffen. Sofort. Kamea, was gibt's? Alexander, überzeugen Sie sich selbst. Und Kamea, machen Sie sich auf alles gefasst, das wird kein Kinderspiel. Mission successful. Jenna, den. Quurscht. Ist auch nichts Tolles. Dann nehmen wir die Mechteile mit.
our forces found him, it was too late. I'm sorry, Kamea. He was here all this time. Mastiff. Das Kühlhaus. Alexander, Kamea, es tut mir so leid. Ich weiß, wie viel Mastiff ihm bedeutet hat. Er war für uns beide ein Freund und Mentor. Kamea, er war weitaus mehr. Der alte Mann war wie ein zweiter Vater für mich und mein Onkel hat ihn dazu verdammt, auf diesen Felsbrocken dahin zu siechen. Zu sterben, elend, ungebrochen, unter Höllenqualen. Kannte Seraju länger als sie beide. Ich werde ihn rächen, das verspreche ich Ihnen. Kamea, wir werden ihn gemeinsam rächen. Was ich heute hier erlebt habe, werde ich niemals vergessen. Was es hier getan hat, ist barbarisch. Es ist menschenverachtend. Also meine Übersetzung ist, glaube ich, verkehrt. Kamea, unsere Informationen waren falsch, Alexander. Das Kühlhaus ist kein Gefängnis, es ist eine Schlachtbank. Bei den Göttern, meine eigene Familie steckt dahinter. Alexander, und die, die mir geblieben sind, schauen lieber weg. Es ist nicht leicht zu verstehen, aber versuchen Sie, die Konzentration zu wahren. Wir haben gerade die Geiseln des Direktorats befreit. Mit einem einzigen Schlag haben sie die Macht ihres Onkels über die Kundehäuser zerschlagen. Die befreiten Gefangenen nennen sich jetzt bereits das Schwert der Restauration. Wir müssen die Nachricht bis nach Koromodir verbreiten, um unseren Unterstützern Mut zu machen und Espinosas Beliebtheit zu schwächen. Espinosa hat den Thron mit Waffengewalt an sich gerissen. Wie beliebt kann er denn wirklich sein? Alexander, mehr als Sie denken. Denken Sie daran, dass Espinosas als erstes die Staatsmacht zentralisiert hat. Das hat zur Folge, dass die Infrastruktur auf der Thronwelt ausgebaut wurde und mehr Ressourcen dorthin verlagert wurden. Die Bürger Koromodirs haben weniger persönliche Freiheiten als zuvor, aber sie leben nun in deutlich mehr Luxus. Menschen sind gewillt, vieles zu vergeben, wenn sie dafür Sicherheit und Komfort erhalten. Nach unserem Sieg auf Veltri konnten wir alle sehen, was mit denen passiert, die sich nicht kaufen oder indoktrinieren lassen, die sich weigern, von einem Tyrannen auf die Knie zu gehen. Wir wissen, was den Menschen zugestoßen ist, die man verschwinden ließ. Und schon bald wird der gesamte Sektor es wissen. Das ist unsere Chance, Kamea, und wir müssen sie nutzen. Kamea, du hast recht, dies ist ein guter Zeitpunkt zum Händering. Kein guter Zeitpunkt zum Händering. Aber Alexander, du hast nicht gesehen, was ich dort draußen gesehen habe, am anderen Ende des Schachts werden. Die Arbeitertrupps gebeugt und gebrochen, die Friedhöfe, riesige Felder voller anonymer Gräber, die bis zum Horizont reichten. Immer wenn ich die Augen schließe, sehe ich es, das Elend, das ihr hier ungehindert wüten konnte. Ich kann es mir ganz gut vorstellen, ich habe während meiner vorherigen beruflichen Arbeit im Grenzgebiet mehr als genug menschliches Elend gesehen. Kamea, das glaube ich Ihnen. Aber das war im gesetzlosen Grenzgebiet. Bevor mein Onkel die Macht an sich gerissen hatte, war Veltri Teil der Aurika-Koalition. Diese Leute werden ihr ganzes Leben lang mit der Realität leben müssen. Ich würde alles tun, um ihnen diese Qualen zu ersparen, aber ich kann es nicht. Young, möchten Sie meinen Rat dazu hören? Lady Arano, konzentrieren Sie sich auf etwas, das Sie tun können. Geben Sie uns einen Befehl. Sagen Sie uns, was wir hochjagen sollen. Seien Sie kreativ, verdammt. Hauptsache, Sie tun irgendwas und lassen das hinter sich. Kamea, danke, Chief. Sie haben da eine echt tolle Crew, Punisher. Ich habe einen neuen Auftrag für Sie und eine Belohnung für Ihre Dienste. Iago erscheint auf dem Bildschirm. Sie hat schon bessere Tage gesehen, scheint aber raumtüchtig zu sein. Kamea, die Abschlussstelle der Iago war jahrzehntelang eines der bestgehüteten Geheimnisse meines Vaters. Als ich sie losgeschickt habe, um sie zu bergen, wollte ich sie als Symbol verwenden, als ein Zeichen der Wiedergeburt und der Erneuerung. Auffällig geschmückt mit dem Komoran der Aranos. Ich war naiv, wir brauchen jetzt Taten, keine Symbole, und deshalb habe ich entschieden, dass sie von ihnen befehligt werden soll, Punisher. Genau, wir Piraten kriegen jetzt unser Piratenboot.
Kamea, die Argo wird zu ihrer neuen Heimat. Sie wird unter ihrem Söldnerbanner fliegen. Lord Alexander wird sie als meinen Verbindungsmann begleiten. Und im Gegenteil werden sie stärker, gerissener, flexibler. Sie werden ihre Einheit zu einer scharfen Klinge spielen, die ich dem Direktorat dann an das Seil setzen werde. Wenn dem so ist, dann herzlichen Glückwunsch. Ab sofort haben sie eine Flotte. Alexander, wenn das dann erledigt wäre, aber jetzt will ich, dass ich sich sofort im Sanitätszelt untersuchen lassen kann, ja. Die Bedingungen hier sind alles andere als hygienisch. Und wenn sie sich irgendeine exotische Infektion holen und daran krepieren, ist niemand geholfen. Unsere Leute können sich um die Verwundeten kümmern. Sie müssen sich für den bevorstehenden Kampf fit halten. Kamea, das werde ich, Alexander, aber noch nicht jetzt. Versammle unsere Leute im Hof. Ich muss ihnen etwas mitteilen. People of the Aurigan Reach, I am Kamea Arano. And I have failed you. For 3 long years, Director Espinosa has imprisoned and starved and murdered our people. And where was I? Hiding in a palace, light years away, building support, planning. While the Directorate's secret police turned neighbor against neighbor, made your loved ones disappear, conscripted your children. I wasn't here. I didn't know. The crimes that I have witnessed here today are unforgivable. No doubt, Director Espinosa believes that the ends justify the means, that the Aurigan Reach has been made strong. Well, I say that strength built on fear is brittle. The Directorate is a paper tiger, and I declare this restoration today to rally the true strength of our people, our resilience, and our freedom. Let Weldry be a call to arms. Join us, and together we will liberate the founding houses and retake Cormadir. Not because it is my birthright, but because the Directorate's crimes against you, the Aurigan people, will no longer be tolerated. That is what I fight for, and I vow to fight for your freedoms to my dying breath. Die Story ist schon cool. Auch wenn es fiktiv in einem Science-Fiction-Universum ist. Dr. Farah Murad, hallo nochmal, liebe Söldnerfreunde. Bevor Sie die Argo offiziell übernehmen, wollte ich mich gerne persönlich vorstellen. Auf Axios hatten wir ja nicht die Gelegenheit dazu. Also, ich bin Dr. Farah Murad, oder einfach nur Farah, wenn Ihnen das lieber ist. Es freut mich, Sie endlich von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen. Young, ja, Doktor, Sie auch. Ich werde Sie übrigens einfach nur Doktor nennen, also gewöhnen Sie sich besser dran. Sie haben beeindruckende Arbeit geleistet, um die Argo wieder raumtauglich zu machen. Und um ehrlich zu sein, ich hätte da so meine Zweifel. Farah, um ehrlich zu sein, das dachte ich auch. Sie hätten mal sehen müssen, wie die Argo innen aussah, nachdem die Piraten jahrhundertelang darin gehaust haben. Ich nehme es zurück. Wenn Sie gesehen hätten, was ich gesehen habe, hätten Sie niemals einen Fuß dort reinsetzen wollen. Bitte glauben Sie mir, das Schiff wurde vom Bug bis Heck entlaust und sämtliche Oberflächen wurden mit industrieller Desinfektionslösung behandelt. Das Schiff ist sauber genug, um vom Fußboden essen zu können, das schwöre ich. Sauber ist gut, raumtüchtig ist besser. Sind Sie sicher, dass die Argo einsatzbereit ist? Farah, oh, absolut. Sie ist schließlich hier, oder nicht? Hat den ganzen Weg von Lightron bis hierher ohne auch nur einen einzigen Dekompressionszwischenfall zurückgelegt. Keine Sorge, Commander. Ich würde meine neuen Besatzungsmitglieder nicht Gefahren eines unsicheren Schiffes aussetzen. Ich habe schließlich einen Ruf zu wahren. Neue Besatzungsmitglieder? Habe ich was verpasst? Farah, hat Lady Arano nichts gesagt? Ich komme mit Ihnen. Sie werden mich brauchen. Sollte etwas mit dem Schiff nicht in Ordnung sein. Das wird zwar nicht der Fall sein, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und, Darius, tut mir leid wegen des ganzen Rumgeschreis auf Axilos. Wenn man von Piraten beschossen wird, kann man schon mal in Panik geraten. Noch sauer deswegen?
Darius, absolut nicht. Solange Sie dieses Ungetüm am Laufen halten, können Sie so viel rumschreien, wie Sie wollen. Zur Hölle, ich bin daran gewöhnt. Willkommen in der Familie. Sie ebenfalls, Lord Alexander. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir mal zusammenarbeiten würden, aber ich bin froh, dass es dazu gekommen ist. Alexander, ganz meinerseits, Mr. Oliveira. Während wir im Exil waren, hat mir Lady Aranus sehr viel über Sie und Ihre Einheit erzählt, und zwar ausnahmslos Gutes. Selbst vor dem Staatsstreich konnte sie Markhams Marodeure, ihre Unterstützung bei der Flight- oder Wild-Kampagne ihres Vaters, blieb nicht unbeachtet. Darius, es war ein Auftrag, Lord Alexander. Wir haben nur getan, was High Lord Tamiti uns befohlen hatte. Es ist aber dennoch ein Gefühl, Anerkennung zu erhalten und zu wissen, dass es noch immer Leute gibt, die sich an Commander Markham erinnern. Das ist ja alles sehr herzerwärmend, aber jetzt möchte ich mein neues Schiff sehen. Alexander, natürlich, Commander Sky, sehr richtig. Sie kennen ja Lady Aranos Befehle. Während Sie auf Ihren Ruf warten, müssen Sie Ihre Einheit stärken und weiterentwickeln. Außerdem haben Sie nun eine mobile Kommandozentrale, die diese Bezeichnung würdig ist, also sollten Sie sie auch nutzen. Darius, ich werde Ihnen eine Auswahl an neuen Aufträgen beschaffen, Kalab. Jetzt steht uns die gesamte Peripherie offen. Und weder Schulden noch Reisebeschränkungen können uns aufhalten. Das sollte aufregend werden, möchte ich meinen. Aufregend ist gar kein Ausdruck. Keine Schulden mehr, die uns einschränken. Für eine Einheit wie die unsere ist das entscheidend. Maya, das können Sie laut sagen. Young, hey, toll, dann wäre das ja geklärt. Wundervoll. Also, sollten wir dann nicht endlich an Bord unseres Schiffes gehen? Dort gibt es einen gigantischen Mechhanger, der nach mir ruft. Und das regt mich ganz schön auf, dass ich seinem Ruf noch nicht folgen konnte. Darius, da hat er recht. Also, los alle auf ihre Posten. Bis Lady Arano uns braucht, können wir tun und lassen, was wir wollen. Zeit und Geld zu verdienen. Ja, ich mache dann jetzt hier einen Break und werde im Laufe des Tages dann wiederkommen. Aber wir werden auch heute Nachmittag dann ein bisschen BOB-Instanzen laufen mit der Gilde. Aber wenn es euch bis hierhin gefallen hat, kommt gerne bitte wieder. Ich werde, wie gesagt, die ganze Kampagne durchspielen, eine Endlos-Kampagne daraus machen. Wir sind jetzt Piraten, wir bleiben auch erstmal Piraten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne bitte einen Follow da und einen Daumen hoch und ein Abo. Und ich bin dann raus. Ansonsten, wenn man sich nicht mehr hört, wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Genießt ihn. Macht's gut. Bin raus. Ciao.